Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Risen mit mir, dem Sankura. Wir sind im letzten Part in der Hafenstadt angekommen und wollen doch direkt hier auch weitermachen mit Meister Belschwur. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Hunger ist immer gut. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Danke. Du bist Magier? Aber ja, ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belschwur. Was genau ist deine Aufgabe? Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Ja, na klar, bei der noblen Geste. Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Das klingt doch gut. So, aber erzähl uns doch mal noch ein bisschen. Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. Wie kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Ja. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gute Antwort, mein Sohn. Das wäre schon mal ein Anfang. Denn niemand kann es wissen, ehe er nicht den Weg eines Novizen beschreitet. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. So, der Meister Belschwur, der will uns zum Magier machen. Aber zumindest erstmal zum Novizen. Was haben wir noch hier? Erstmal haben wir eine Liste bekommen. Die gucken uns da direkt mal an, wer die Heiltränke bekommen soll. Wo haben wir sie? Elias, Cole, Finn, Josh und Martha. Ein paar kennen wir ja schon. Den Rest werden wir noch finden. So, wer steht denn hier? Flavio. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Handelst du? Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Er ist aber nicht gut. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache.
Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Bellschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben? Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Ja, gut, machen wir es dennoch. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Bellschwur, damit er es verteilen kann. Alles klar, aber er handelt noch mit uns. Ich brauche ein paar Sachen. Also, was hat er denn dabei? Er hat auf jeden Fall Werkzeug dabei. Haben wir das Werkzeug schon? Wo finden wir das denn? Unter Sonstiges. Nee, die haben wir noch nicht. Hier, Kieferzange und Co. Dann nehmen wir die dort direkt mal mit. Warenkorb handeln. Ja, mehr Trophäen bekommen wir jetzt. Das ist gut. Und wir haben hier noch einen Beutel. Ja, die Felle haben wir ja aufgehoben. Da müssten wir eigentlich genug Dreck von haben. Ist hier ein Wasserfass? Nein. Dann können wir auch gleich noch zu Baxter. Aber hier haben wir erstmal nochmal eine Minze. Und hier haben wir Gilles. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Bellschwur zur Seite. Oder Jill, verzeiht. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Ist ja auch verständlich. Was passiert denn da oben? Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Bellschwur. Mit dem haben wir ja auch schon geredet darüber. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Ah, den Inquisitor, den werden wir bestimmt noch kennenlernen. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Was man von der alten Stadtwache nicht unbedingt behaupten kann. Die will da nur ein bisschen Geld haben. Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk.
Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Ich soll Heiltränke für Belschwur verteilen. Das ist eine gute Sache. Die Menschen hier brauchen Heilung. Wie finde ich die ganzen Leute, die Tränke brauchen? Belschwur hat dir doch sicher eine Liste gegeben, oder? Ja, richtig. Du findest die Leute alle hier in der Gosse. Die meisten sitzen auf der Straße. Aber vergiss nicht Josh. Den habe ich nämlich immer verbummelt. Josh hat eine kleine Kneipe, dort drüben die Treppe runter. Die Leute nennen diesen Teil der Hafenstadt das Loch. Kann man schon mal übersehen. Ah ja, danke für den Tipp. Und bei Josh sollen wir auch noch abkassieren. Wie bist du nur Vize geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Dann drücke ich dir doch die Daumen, dass du das eines Tages mal wirst. Dürfen wir hier rein? Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Eigentlich weniger. Eigentlich wollte ich mich nur mal umsehen. Tu das. Für mich ist hier der beste Platz der ganzen Stadt. Es ist so ruhig. Was machst du hier? Ich bete zu der heiligen Flamme. Ich bete, dass sie uns alle beschützt und ich bald wieder auf die Jagd gehen kann. Aber du, Cole, wir haben hier doch so einen Heiltrank. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Oh, ein Jäger ohne Bogen, das geht ja auch mal gar nicht. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. So, die Flamme. Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Pavel, mit dem haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? So, und hier haben wir einen Trainer für Geschicklichkeit und Bogen. Natürlich habe ich mich auch ein bisschen über das Spiel weiterhin erkundigt. Ein paar Tipps und Tricks und dieses und jenes. Den Bogenkampf werden wir nicht skillen oder trainieren. Hi. Was auch immer es war, ich war es nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut. Ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Ja, klar, und der Rest ist ganz lieb hier, oder wie? Wo kann ich Felle auftreiben? Ich hab keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt, wenn du weißt, was ich meine. Aber das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Und wenn du keine Felle mitgebracht hast, kannst du höchstens noch bei den Händlern suchen. Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die noch was. Werden wir natürlich uns umschauen. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist,
Die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Ich hoffe, die haben uns was übrig gelassen. Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Also egal wie es läuft, ob mit den Ordenskriegern oder mit den Banditen, es läuft nicht so gut. Oh, hier oben dürfen wir bestimmt nicht rein. Aber wir können uns ja mal reinschleichen. Ein Herd. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man uns erwischt. Das Glück hatten wir ja noch nicht. So. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was mitgehen lassen. Ach, Kohl ist das, ja. Hey, Kleiner. Dich kenne ich ja gar nicht. Ist wohl noch nicht lange hier, was? Bleib in der Gosse, dann passiert dir auch nichts. Nee, wir wollen überall hin. Du gehörst zur Stadtwache. Und die Stadtwache vertritt das Gesetz. Also sei immer schön brav. Dann kriegst du auch keinen Ärger. Es gibt nur wenige Stadtwachen. Das war mal anders. Wir waren die Ersten, die in die Ruinen gegangen sind. Und viele von uns sind nicht zurückgekehrt. Das war noch, bevor Inquisitor Mendoza mit seinen Leuten ankam. Wenn wir nicht gegen die Monster gekämpft hätten, wäre hier jetzt niemand mehr am Leben. Also haben sie ihren Job gut gemacht? Kannst du mich trainieren? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich auch sehen, wo ich bleibe. Schließlich haben wir ziemlich schlechte Zeiten. Kannst du mich im Kampf unterrichten? So, Schwert 2 und noch mehr Stärke. Ich weiß gar nicht, wie viele Lernpunkte wir haben. 30 haben wir jetzt. Ja, wir haben auch bald wieder einen neuen Stufenaufstieg, haben noch 300 Gold übrig. Hey du, Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wenn ja, dann hätte ich da was für dich. Ja klar, was hast du denn? Wer bist du? Mein Name ist Bart. Ich bin Schatzsucher. Genau wie meine beiden Brüder auch. Das liegt in unserer Familie, würde ich sagen. Es gibt noch mehr von deiner Sorte? Allerdings. Genau genommen sind wir drei. Olf und Düter sind meine Drillingsbrüder. Auch das noch. Drillinge? Ihr Drillinge seid getrennt unterwegs? Düter habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Aber man sagte mir, dass Olf irgendwo im Händlerviertel gefangen gehalten wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Scheint dich aber auch nicht sonderlich zu beunruhigen. Olf ist ein harter Bursche. Der wird sich schon irgendwie selbst helfen. Wie immer. Woran arbeitest du gerade? Um ehrlich zu sein, zurzeit an gar nichts. Wie du sicher mitbekommen hast, haben die Weißen die Stadt abgeriegelt. Naja, und innerhalb der Stadtmauern gibt es in der Regel nicht so viel zu tun für einen Schatzsucher. Ich hoffe, dass Olf bald wieder einen vernünftigen Job für uns auftreibt. Ich will wieder in die Ruinen. Was für ein Artefakt hast du denn anzubieten? Eine große goldene Schale. Wenn du sie haben willst, kostet dich das 150 Goldmünzen. Ist ja ein Schnäppchen. Ich werde mir das mit deinem gefangenen Bruder mal ansehen. Wenn du meinst, schaden kann's nicht. Ah, die Goldschasse, ja, Goldschale. Lassen wir erstmal bei ihm. So, wen haben wir noch hier? Ach, hier ist Josh. Alles klar. So, was Josh uns mitzuteilen hat, das sehen wir dann beim nächsten Part. Bis gleich.